Vielleicht kennt ihr den Spruch, der heißt Money makes the world go round. Das könnte man auch wunderschön aufs eigene Business übertragen. Money makes the business round. Das ist jetzt nicht so ganz so gutes Englisch, aber das lassen wir mal dahingestellt. Ich will euch heute einen kleinen Impuls geben zum Thema Kohle bei der Gründung. Wenn du jetzt schon gegründet hast und sagst, gut, interessiert mich nicht, dann würde ich trotzdem da bleiben, weil das lässt sich auch wunderschön auf den Ausbau, die Skalierung und das Wachstum des Businesses übertragen. Liebe Leute, eine große Erfahrung, die ich bei allen Gründerinnen und Gründern mache, bei allen Businesses, bei allen Leuten, die irgendwie durchstarten, ist, die haben zu wenig Geld. So, die wenigsten Leute haben irgendwie 30 Rolex im Keller liegen, wo die sagen, die verkaufe ich jetzt mal und dann starte ich richtig durch. Deswegen solltest du dir frühzeitig Gedanken dazu machen, wo du Geld herbekommst. Und genau darum geht's heute. Also wie viel Geld brauchst du und woher güttert, ne? Wie man bei uns im Rheinland so einfach sagt. Also der allererste Punkt, mit dem du dich auseinandersetzen musst, und das ist das erste, worüber ich mit dir sprechen möchte, ist, wie viel Geld brauchst du denn? Und dabei ist jetzt egal, ob du dein Business gerade erst aufbaust, noch angestellt bist und dir denkst, hey, ich würde mich gerne mal selbstständig machen, oder ob du sagst, boah, ich würde jetzt gerne mal eine nächste Stufe machen, richtig durchstarten, größer werden, mehr wachsen und brauch dafür halt eben entsprechend Geld. Das, was mir immer wieder auffällt, ist, die Leute rechnen sich alles schön. Die sagen, ah ja, gut, so viel brauche ich ja gar nicht. Und am Ende des Tages komme ich fast immer zu dem gleichen Ergebnis. Ich versuche das einfach mal so. Wir haben dann in irgendeinem Buch was von Lean Startup und Bootstrapping gelesen und haben dann das Gefühl, ich könnte ein riesen Business aufbauen, super erfolgreich sein und würde da keinen Cent rein investieren. Wenn du dir alle erfolgreichen Unternehmen anschaust, alle, die es richtig geschafft haben, dann sind alle mit Geld gestartet. So. Jetzt kannst du dir die Wahrscheinlichkeit ausrechnen, erfolgreich zu sein, wenn du ohne Geld startest. Jetzt schreien wahrscheinlich die Hälfte der Leute schon auf und sagen, ich will aber kein Geld von der Bank und das sind alles Betrüger. Wenn du selber, und das ist wahrscheinlich schon das größte Learning des heutigen Themas, wenn du selber nicht die Bereitschaft hast, Geld aufzunehmen, Kredit aufzunehmen, dir Geld zu leihen, was auch immer, dann wirst du damit auch nicht erfolgreich sein. Weil wenn du nicht den Mut hast und den Glauben, dass deine Idee funktioniert und deswegen vielleicht auch bereit bist, Geld von anderen dafür aufzunehmen, dann solltest du es doch eigentlich direkt lassen, oder? Ich weiß, das ist jetzt vielleicht so eine relativ provokante Aussage, aber das ist für mich der erste Faktor. Also der erste Punkt ist also dein eigenes Mindset, Offenheit zu haben, zu sagen, hey, ich bin jetzt bereit, auch Kohle dafür aufzunehmen, weil ich will, dass das Ding größer wird, ich will, dass das Ding wächst. Und so dieses ewige peu à peu und ich spiele ein bisschen Unternehmertum, das macht da leider nicht ganz so viel Sinn. Also, die erste Frage, die du dir dann aber natürlich stellen solltest, ist, wie viel Geld brauche ich denn? Also, wie viel Kohle brauche ich jetzt entweder für das Wachstum oder für überhaupt den Start, wenn du noch angestellt bist oder gerade an deiner Idee am Scribbeln bist oder whatever. So, ich teile das immer in drei Punkte ein. Das ist zum einen die Kohle, das Geld, die du brauchst, für alle Investitionen, die zu dem Zeitpunkt, wo du dich damit beschäftigst, sozusagen anstehen. Also wenn du jetzt hingehst und sagst so, ich will mir jetzt ein Expertenbusiness als Coach aufbauen, welche Ausgaben hast du zum Start? Welche Ausgaben müssen direkt zum Start getätigt werden? Das sind in der Regel Einmalausgaben, wie zum Beispiel eine Webseite oder brauchst du einen neuen Laptop oder brauchst du so eine Marketing-Grundausstattung, brauchst du vielleicht einen Drucker, brauchst du irgendwelche Geräte, keine Ahnung was. Wenn du jetzt natürlich mit irgendwelchen Produkten startest, dann kann das natürlich eine ganz andere Nummer sein und ein wesentlich höherer Betrag. Also erster Bereich sind die Investitionen, die du tätigst. Zweiter Bereich ist das, was man laufende Betriebskosten nennt. Ich weiß, das klingt jetzt irgendwie nicht so geil, aber ganz simpel erklärt heißt, du musst dir mal ausrechnen, wie viele Ausgaben hast du pro Monat und sei da auch ehrlich, Versicherungen, Steuern, Grafik, Werbung und so weiter. Und dann nimmst du mal beispielhaft 6, 7, 8, 9, 10 Monate und multiplizierst diese Zahlen mit den Monaten. Wenn du also weißt, was weiß ich, bleiben wir mal bei diesem Coaching-Beispiel, du machst dich als Coach selbstständig, du weißt, du brauchst sowohl für privat als auch geschäftlich, keine Ahnung, 3.000 Euro im Monat und du würdest jetzt mal sagen, ich baue mir mal eine Sicherheit ein von 6 Monaten, dann würdest du also 6 mal 3.000 Euro nehmen, also 18.000 Euro, die du auch sozusagen zusätzlich brauchst. Und der dritte Bereich ist das, was ich immer Puffer nenne, weil ich merke immer wieder, ich habe so viele coole Leute hier bei mir, die haben auch coole Ideen, die wollen auch richtig durchstarten und wenn ein Monat mal nicht gut läuft, dann sind die kaputt. So, kaputt. Das ist auch nicht Sinn der Sache.
Das heißt, wenn du die drei Sachen zusammennimmst, machen wir mal das simple Beispiel, was wir eben hatten. Du machst dich als Coach selbstständig und sagst, okay, gut, ich habe Anfangsinvestitionen, was weiß ich, brauche einen Laptop, ein bisschen Website, keine Ahnung was, 8.000, 9.000 Euro. Ich habe laufende monatliche Kosten, betrieblich und privat von 3.000 Euro, die will ich mal 6 Monate finanzieren, bevor das Business mir Geld bringt. Dann sind das 18.000 Euro und vielleicht habe ich noch ein bisschen Puffer. Da bist du auch schon bei 30. Jetzt kriegt der eine oder andere wahrscheinlich schon, da stellen sich die Nackenhaare auf, weil er sich denkt, oh J, 30.000 Euro, die kann ich ja nie mehr zurückbezahlen. Also auch da wieder die Kopfsache, wenn du nicht bereit bist, Geld für dein Business aufzunehmen, wenn du nicht bereit bist, selber ins Risiko mit deinem Business zu gehen, dann lass es sein, weil das ist wirklich ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Also, das ist jetzt Kalkulation natürlich ein bisschen im Schnelldurchlauf, wir haben ja nicht so viel Zeit. Also, damit hast du schon mal so einen bestimmten Betrag. Mach dir diese Listen, diese drei Bereiche und überleg dir genau, was du dann machen kannst. Und dann kommen wir, und damit würde ich gerne den Rest der Zeit hier verbringen, kommen wir zur entscheidenden Frage, woher kommt denn jetzt dein Geld? Und ich habe mir mal überlegt, ich mache das ja jetzt hier ja immer so super strukturiert. Ich habe mir überlegt, es gibt 6 Bereiche, wo du Geld herkriegen kannst. Also jeder von den aufmerksamen Lauschern darf gerne sich ein Blättchen und ein Stiftchen nehmen und sich die 6 Bereiche für sich selber aufschreiben. Und wie gesagt, dann nochmal wichtig, geht nicht nur darum, wenn du es dir gerade aufbaust, sondern auch, wenn du vielleicht schon 1, 2, 3, 4, 5 Jahre, wie lange auch immer, am Start bist. Der erste Punkt, in Deutschland immer noch irgendwie ein bisschen in Kinderschuhen, ist das Thema Crowdfunding. Also darüber nachzudenken, von der Crowd, also einer Gruppe, Kohle zu kriegen. Das ist aber nicht so, dass das alles Samariter sind, die sagen, hör mal, ich habe nur darauf gewartet, dass die Jasmin Geld von uns braucht oder die Julia und jetzt haue ich die Kohle hier raus und schenke denen das. Nee, das heißt, die haben eine Gegenleistung. Kleines Learning für jeden, der auf dem Schulhof mal ein bisschen glänzen möchte. Es gibt Crowdfunding und Crowdinvesting. Crowdfunding bedeutet also im Endeffekt, wir bleiben jetzt mal dabei oder machen wir was anderes. Ich würde jetzt Müsli-Riegel auf den Markt bringen. Also Crowdfunding heißt, du kannst sozusagen auf einer Seite schon mal vorab 10 Müsli-Riegel von mir kaufen, bezahlst mir dafür Betrag X und kriegst nachher die Müsli-Riegel. Crowdinvesting bedeutet ein sogenanntes Nachrangdarlehen, ohne dass wir jetzt zu spezifisch hier werden. Das heißt, die Leute sind in einer, ja, nicht direkten, aber indirekten Form an deinem Unternehmen beteiligt. Die kriegen also keine Ware, keine Produkte. So. Aber warum sollte das jemand machen? Das ist eine Frage, die du dir stellen solltest. Macht mal Folgendes, wirklich total geil, wer es noch nicht gemacht hat. Schaut euch mal Seiten an wie Startnext, Kickstarter, Indiegogo. Da siehst du coole andere Unternehmen, du siehst coole andere Startups und du siehst, wie die damit starten. Jeder, der jetzt erst hier reinhüpft und sagt, okay, hoffentlich erzählt er mir was, wie ich meine Facebook-Ads besser machen muss, dann bist du leider in der falschen Gruppe. Also, ganz wichtiger Faktor. Das ist sowas, was ganz wichtig ist. Also, erstes Thema, erste Möglichkeit ist Crowdfunding. Schaut euch das an, da gibt es so geile Videos, weil das Video deiner eigenen Kampagne ist extrem wichtig. Und einen großen Fehler, den viele Leute machen, ist, die denken, wenn ich eine Crowdfunding-Kampagne mache, dann kommen ganz viele Leute auf meine Seite. Auch dann musst du Marketing machen, dass Leute auf deine Crowdfunding-Seite kommen. Ich habe bestimmt 10, 15 Crowdfunding-Kampagnen mitbegleitet. Es gibt sehr, sehr viele erfolgreiche. Schaut euch die zum Beispiel mal an von den Einhorn-Kondomen. Die sind richtig krass durchgestartet. So, also das ist Crowdfunding. Das ist eine Möglichkeit, Kohle zu bekommen. Ja, meistens nicht die Riesensummen, keine Mio, aber wenn du jetzt sagst, ich habe hier so ein Business, wenn es ein Coaching-Business ist, ist das da wahrscheinlich schon etwas schwer, weil jemand sagt, was soll ich in eine einzelne Person sozusagen investieren? Dann müsste es eher schon irgendwie einen Portalcharakter haben oder ähnliches. Das ist Crowdfunding, number one. Number two ist das Thema KfW. Wenn du mal auf die KfW-Seite gehst, dann gibt es zum Beispiel für Unternehmer dort auch einen Fördermittelrechner. Das heißt, hier gibt es eine Seite, wo du sagen kannst, ich bin mit meinem Unternehmen in folgender Situation, XYZ, ich bin so lange selbstständig, ich brauche potenziell so viel Kohle. Welche Programme gibt es? Wie so ein Programmfinder nenne ich das jetzt mal. Das ist aber ganz geil, weil das ist wie so eine Art Guide, wo du halt gucken kannst, wo du Kohle kriegst. Also machen wir ein Beispiel. Die Sandra will für ihr nachhaltiges Business sagen, jetzt will ich mal richtig durchstarten, ich brauche ein bisschen Asche dafür und diese Kohle will ich mir eventuell von der KfW holen. Dann kannst du dir angucken, welche Programme es gibt. Das klassischste Programm in Deutschland ist der ERP-Gründerkredit Startgeld. Da kannst du dir bis zu 100.000 Euro mitholen. Ne? Das heißt aber nicht, dass dir jemand 100.000 Euro schenkt, sondern dass du zu relativ guten Konditionen dieses Geld halt sozusagen bekommst. Also eine sehr coole Möglichkeit, das zu machen.
kannst du dir im Detail da alles anschauen. Dritte Möglichkeit, Banken. Auch Banken können unabhängig von der KfW, die ja nur eine staatliche Bank ist, natürlich unterschiedlichste Kredite geben. Manchmal habe ich auch Leute, die einfach sagen, meine Bank hat mir 10.000 Euro Dispo-Kredit eingeräumt. Das ist meistens zinstechnisch ein bisschen ungünstig, aber ja. Was ganz wichtig ist, ist wirklich, dass du für dich selber mal überlegst, gerade wenn du jetzt auch noch jünger bist und du startest damit durch, ich meine, du hast noch 100.000 Jahre, das zurückzubezahlen. Ne? Also klar klingen vielleicht, also wenn ich ans Ende meines Studiums denke, dann klingen 20, 30, 40.000 Euro nach viel Geld, aber das ist halt so ein Faktor, den man berücksichtigen kann. Übrigens, sowohl Banken als KfW, wir brauchen nicht nur über 10.000 Euro reden, sondern du hast halt natürlich auch die Möglichkeit, 10 Millionen Euro zu bekommen. Was ein schneller Weg sein kann, wenn du sagst, ich habe jetzt auf den ganzen Driss keinen Bock und ich brauche relativ schnell Kohle, kennt in Deutschland ganz wenige Leute, sind sogenannte Mikrofinanzinstitute. Bei Mikrofinanzinstituten hast du die Möglichkeit, ich glaube aktuell bis zu 25.000 Euro zu einem relativ hohen Zinssatz, da muss man mal so ehrlich sein, aber auch relativ schnell zu bekommen. Das heißt, wenn du sagst, ich habe jetzt keine Lust auf Bank oder auf KfW, weil das dauert 100.000 Jahre, dann kannst du dir auch mal einfach Mikrofinanzinstitute angucken, einfach mal Google Mikrofinanzinstitute und wenn du sagst, ich brauche nur 25.000 Euro, dann ist auch das eine Möglichkeit. Zwei weitere Sachen noch. Das eine ist, ich nenne das immer Family and Friends. Die Leute machen immer einen Fehler, die denken, ich müsste jetzt, sagen wir mal, die Julia ist meine Cousine, ich gehe jetzt zur Julia und sage, Julia, hör mal, ich würde mich ja mal gerne hier ein Business aufbauen, hast du nicht mal 20.000 Euro für mich? Ich meine, kann ich verstehen, wenn die Julia sagt, ja, weiß ich nicht, Felix. Aber wenn du mal darüber nachdenkst, deine Familie, deine Freunde, dann muss das ja nicht ein Geschenk sein. Du hast zwei Möglichkeiten. Möglichkeit Nummer eins ist, du würdest diesejenige Person direkt an deinem Unternehmen beteiligen, in Form von zum Beispiel Gesellschafteranteilen. Möglichkeit Nummer zwei ist, du würdest die Person zum Beispiel an Umsätzen oder an Gewinnen ein Stück weit beteiligen. Das heißt, wenn die Sandra jetzt durchstartet und sagt, guck mal, hier Felix, wie findest du denn mein Business? Und ich würde sagen, das ist eine coole Sache. Dann ist es für mich vielleicht besser, ein paar Euro in das Business von Sandra zu investieren, als sozusagen das Geld irgendwie auf der Bank rumliegen zu haben. Ne? Also auch eine schöne Möglichkeit schon, Möglichkeit Nummer 5 an Geld zu kommen. Möglichkeit Nummer 6 an Geld zu kommen, ist das, was der Felix ja selber auch macht. Das sind die sogenannten Business Angels. Mir hat die Tage einer eine Frage gestellt und meinte zu mir, hör mal Felix, was sind denn eigentlich Business Angels? Und dann hört sich das natürlich super an, weil man selber freut sich ja, wenn man ein Engel ist. Ne? Im Prinzip ganz simpel, wir reden hier von Privatinvestoren, die in der Regel nicht nur Geld, sondern noch zwei weitere Sachen mit in das Unternehmen bringen. Und das ist zum einen, neben dem Geld sind das Kontakte und auf der anderen Seite ist das sozusagen strategische Unterstützung. Also Beispiel, was ich gemacht habe, ist, ich bin ja bei Femboss beteiligt, dem Netzwerk für coole Unternehmerinnen, wo nur Frauen drin sind, bin ich Co-Founder als Mann. Da gucken mich die Leute immer manchmal ein bisschen komisch an und ich denke mir, ja, dann willkommen in der Emanzipation, du Affe. Tut mir leid. So, und dann, da bin ich zum Beispiel beteiligt und da reden wir aber nicht nur über Kapital, sondern da reden wir halt auch über Kontakte oder dass ich das zum Beispiel jetzt hier erzähle oder dass ich Interviews mit der Gründerin mache oder dass ich mein Netzwerk zur Verfügung stelle und der Interviewpartner besorge, whatever. Also das ist das, was man eigentlich als einen strategischen Business Angel sozusagen versteht. Wie kürzt du denn an so jemanden ran? Und das ist ein wichtiges Thema, wo ich die letzte Zeit noch schnell für nutzen möchte, weil die meisten Leute haben so das Gefühl, ja, die haben ja zu viel Geld, dann haue ich die mal an. Also ich weiß nicht, wie viele Mails ich am Tag kriege mit Business-Checks, Business-Plänen oder so, wo die Leute mir sagen, Anbei, findest du meinen 50-seitigen Businessplan fähig? Hast du nicht schon Bock, dich das durchzulesen? Und dann kannst du mir ja mal dein Geld geben. Wichtig, warum sollte jemand in dein Business investieren, egal an welcher Stelle du gerade stehst? Das ist die Kernfrage, die du beantworten musst. Wenn du diese nicht beantworten kannst, hast du dir die Antwort schon selber gegeben, dass eigentlich niemand rein investieren sollte. Du brauchst ein sogenanntes Pitch-Deck dafür. Kannst du dir bei mir bei YouTube ein Video zu angucken, wie man ein Pitch-Deck erstellt, habe ich auch einen super langen Blogartikel. Ist eine 10, 12, 13, 14-seitige Präsentation, wo man darstellt, wie das eigene Business aussieht, wie geil das eigene Business ist. Das ist ein bisschen vertrieblich. Also Beispiel, die Mia möchte mit ihrem sehr coolen Business durchstarten, sagt, boah, aber so ein Partner an meiner Seite, das wäre schon cool, vielleicht auch einer, der noch 2-3 Euro gibt, jemand, der vielleicht auch nochmal ein anderes Netzwerk hat, der mich auch vielleicht strategisch unterstützen kann. Dann ist das so ein Klassiker, wo du dann normalerweise an so einen Business Angel mit so einem Pitch Deck, also einer Präsentation mit ein paar Folien rangehst und sagst, pass auf, ich habe dir das schon mal zusammengefasst. Bitte Leute, schickt niemanden einen 50-seitigen Businessplan, da habe ich keine Zeit.
Zeit für und da hätte ich auch keinen Bock drauf. Ja? Also das ist eigentlich eine coole Sache. Und dann im Idealfall seid ihr ein Team, könnt zusammen wachsen und merkt zusammen, okay, cool, wir machen unser Business gemeinsam groß und dann kannst du damit durchstarten. Also, kleiner Recap, wie ihr das von mir schon kennt. Schritt 1, Money Mindset, zu verstehen, okay, ohne Moos nichts los. Ich kriege die Rakete ohne Benzin nicht in die Luft. Das ist der erste Punkt. Und da werden die meisten von euch jetzt nachher wahrscheinlich trotzdem sagen, naja, ist mir trotzdem alles zu anstrengend, mache ich trotzdem nicht. Okay, gut, eure Entscheidung, aber dann bitte nicht wundern, wenn es nicht funktioniert. Zweiter Punkt ist, wie viel Geld brauche ich? Investitionen, laufende Betriebsmittel, Puffer. Und dann haben wir über 6 Möglichkeiten gesprochen, an Kohle zu kommen, nämlich statt Crowdfunding. Ja, das ist so wie Kraut, wie Sauerkraut. Die Kaffee, die Banken, Mikrofinanzinstitute, Family and Friends und den Business Angel. So, wenn mir dann erzählt, ich habe keine Chance an Geld zu kommen, ich krieg's nicht hin, dann würde ich mir die Frage stellen, ob es vielleicht dann an dich selber liegt. So, kleiner Impuls, ich hoffe, hat dir geholfen. Ihr Lieben, genießt den Tag, macht euch einen schönen Tag, genießt die nicht vorhandene Sonne, startet durch und denkt wirklich dran, wenn du durchstarten willst, brauchst halt Geld. Hat Spaß gemacht. Bis später.